interessant. Das würde doch dem Charakter, den ich von euch kennengelernt habe, sehr gut wieder. Namek, Kampf, ja, ja. Also, werte Magier, wenn ihr es mir erlaubt, eure Maße zu nehmen, würde ich euch natürlich ein hervorragendes Gewand dafür erschaffen. Wenn ihr das machen wollt, also... Es ist ein hervorragender Schneider, muss ich sagen. Ja, das weiß ich doch, das weiß ich doch. Nun, wenn ich denn kein Arzt bin, ja, dann... Man muss Hobbys haben, nicht wahr? Ja, richtig, richtig. Ich habe mich auch der Malerei deswegen zugewandt. Ja, nur die reine Theorie ist manchmal ein wenig dröge. Die Metamagie ist zwar interessant, aber man braucht einfach Abwechslung. Ja, einen gewissen Auslass, sozusagen. Wir können ja nicht alle so Helden sein wie unsere liebe Maga hier vorne. Ständig Dämonen am Jagen. Ja, das ist mir noch zu aufregend. Aber, werte Eltern, du hast auch deine Geschichten zu erzählen. Ach, damals. Das stell dir meine. Meine wilden Jahre, wie ich sagen möchte. Nein. Heute bin ich Maler. Voltax, was möchtest du in den nächsten 2 Wochen tun? Ja, ich würde, wie gesagt, ganz gerne viel Zeit im Pentagon-Tempel verbringen, verschiedentliche Aufzeichnungen sichten hinsichtlich von Elementaren, die mal aufgetaucht sind in jüngster Vergangenheit, bis hin halt zu antiken Berichten, also soweit es halt zurückgeht. Ich würde mich natürlich dann auch, sofern da magische Berichte mit bei sind, auch gerne auf die stürzen, um halt eventuell mehr darüber zu lernen. Und ich würde natürlich auch meinen seelsorgerischen Pflichten für die Zwergenheit im Allgemeinen versuchen nachzukommen und mich halt hin und wieder mal zu bekannten Zwergentreffpunkten, einsässigen Kneipen und ähnlichem begeben und wenn ein Zwerg was auf dem Herzen hat, ihm zuhören, ihm guten Rat geben, Zuspruch leisten und so weiter. Ich bin ja immerhin auch Priester und Seelsorger. Ja, du kannst auch von den Zwergen, vor allem aus den Kanalisationsvierteln, also aus den ersten Ebenen der Kanalisation, in Erfahrung bringen, dass es dort unten wohl auch einige Humusgeister gibt. Ganz genau wissen sie nicht, was das ist, aber ja, viel, viel mit Humus. Und wenn du dann irgendwann versuchst, das Zwiegespräch mit Rorak nur zu suchen, dann wirst du merken, dass es dir nicht gelingt, Rorak nur zu rufen und ein brennendes, leeres Gefühl, was sich in dir einstellt, was dich nach einigem Grübeln und nach einigen inneren Zwiegesprächen auch wohl dazu bringt, dass der Schmerz dich an die namenlosen Tage erinnert und dieses zaubernde, du weißt nicht mal genau, wer es war. War es Isarun? Du kannst dir dafür selber gar nicht mal die Schuld geben, aber dieser Schmerz ist wieder da und du weißt, dass Rorak nur wohl nie wiederkommen wird. Der wahre Name ist verblichen. Du versuchst ihn nochmal in dein geistigen Auge zu formen und versuchst die Matrix dann wieder zu ziehen, aber du siehst, dass der wahre Name dann wieder verschwimmt und sich die Matrix auch wohl gar nicht mehr bilden lässt. Und ja, so kannst du dich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge um die Zwerge hier in Garrett kümmern. Vor allem dann eben auch um die etwas ärmeren Kreaturen unten in den Kanalisationsvierteln. Ja, also als ich das merke, sind natürlich deine Hähne meine Wangen hinab. War immerhin lange mein Begleiter gewesen und ja, ich werde ihn schmerzlich vermissen. Aber nichtsdestotrotz werde ich, denn ich bin ja den Verlust gewohnt, auch durch Ereignisse in meiner Vergangenheit, versuchen, den Schmerz dahingehend zu überwinden, dass ich mich eben mit den Problemen anderer befasse und ihnen versuche zu helfen. Genau. Gut, Abelmir. Du ziehst dich auch etwas in die alchemistische Laborküche zurück, oder wie ist das? Genau. Ich würde erstmal probieren, ich bin nicht ganz sicher, wie lange so ein Brauvorgang dauert, ob es nur ein paar Stunden dauert für einen Trank oder da bin ich unsicher. Ja, das kommt natürlich drauf an, ne? Du musst dann die Kolben auswaschen, auskochen, dann von sämtlichen Flüssigkeiten reinigen, du versuchst dann Wasser und die Öle dann voneinander zu trennen und wenn das ausgekocht werden muss, dann mit sauerstofffreien Bedingungen, wenn Sauerstoff dann sowas angreift, teilweise versuchst du noch sowas wie Unterdruck zu erzeugen, indem du dann Luft abbrennst und du bist dann eine ganze Menge dann so zu, ja doch, also
Kommt immer darauf an, wie groß dein Ansatz ist. Du kannst natürlich dann auch Ansätze kochen, die etwas größer sind als dann ein Heiltrank. Das sind dann so Sachen, die du dann in mehrere Schank füllen kannst. Aber das Problem ist, wenn man sich da einmal verkocht, dann ist eben auch die ganze Ladung verkocht. Genau. Ansonsten würdest du so ganz grob 6, 7, 8 Stunden für die einzelnen Tränke brauchen. Die müssen dann noch stehen und kann man sich immer mal wieder beschäftigen, aber ganz generell so ganz grob. Ja, ich würde diese Tränke immer in den Abendstunden mit Nachtstunden brauen halt, wie gesagt, Heiltränke und Waffenbalsam. In den restlichen Stunden am Tag über, wo ich nicht schlafe, würde ich gerne den Sinja-Tempel besuchen und probieren, meine Pläne für den Abanon-Wagen umzusetzen. Meine Kenntnisse der Mechanik sind zwar sehr gut, aber mir fehlt die handwerkliche Fertigkeit, um meine Pläne 1:1 umzusetzen. Und da soll mir Simia bzw. Ingrim-Tempel helfen. Ja, die Ingrim-Geweihten haben keine Zeit. Die sind sich wohl auch gerade am Streiten. Das gut 100 Schritt lange Gebäude am Eisenmarkt ist, die haben einfach viel zu tun, streiten sich untereinander, müssen dann Baugerüste hochziehen, Werkhütten, müssen sich um ganz, ganz Garat kümmern mit der hochgeweihten Ulinai Granitherz. Haben natürlich auch viele Geweihte verloren und die haben einfach alle Hände voll zu tun, aber die Semir-Priester werden dir definitiv helfen. Liegen dann etwas nördlich vom Zar-Tempel als Verbindung Semir mit Zar Ingrim. Ja, wirst du da auch auf viel Liebe stoßen, auch die dein eigener Minderpack möchte ich es nicht nennen, aber deine Versessenheit, deine Schaffenskraft, die dich auch so ein bisschen an Leonardo gebunden hatte damals, wird dann hier auch auf viel Gegenliebe stoßen, sodass du dann bis spät in die Nacht, bis 3., 4., 5. Stunde, du siehst es immer noch auf deiner kleinen eigenen Uhr, die du auch von Leonardo bekommen hast, kannst du dann da sitzen und stellst fest, dass die Zeit merkwürdig verlaufen ist. Ja, wie gesagt, ich habe ja 2 Wochen Zeit, aber ich würde immer wieder tagsüber besuchen halt und meine Pläne erklären, ausbreiten, Verbesserungsvorschläge einarbeiten und probieren, diese auch wirklich in einen wirklich funktionierenden Wagen umzusetzen halt. Ja, also es wird kein Ferrara Schreitwagen werden, den ihr ja noch in Zorgern stehen habt. So ein ja, 4-spanniger oder 6-spanniger, das wird es nicht werden, aber du kannst auf alle Fälle ein Pferd dann vor einen Wagen binden, kann man auch so ein bisschen was draufladen, also transportieren, Essensvorräte, andere Waffen und wenn man dann nach Norden von hier aus ziehen möchte, kannst du dann auch hinten auf die Abalone steigen und dann so ein bisschen drehen und dann auch das Schießen üben. Ja, genau. Ich würde darauf achten, dass diese Abalone in einer Art mobile Waffenplattform eingehängt oder eingebaut werden kann, diese sich in um 360 Grad Kreis bewegen kann und auch gewissen Winkel nach oben und nach unten hat, sodass ich zur Not auch Ziele eventuell am näheren Himmel erwischen könnte. Ja, also die ganzen 180 Grad in Z-Richtung, also nach oben, kriegst du nicht hin, aber wenn das Ziel weiter entfernt ist, wirst du wohl meinen, dass das schon funktionieren könnte. Die geben dir auch hier nochmal den Tipp, dass du dann die Abalone rausheben kannst und dann vielleicht mit einem Skorpion austauschen kannst. Der liegt zwar aktuell nicht vor, ein Skorpiongeschütz, aber du könntest ihn, wenn du dann irgendwann mal mehr Zeit hast, könntest du auch einen Skorpion hier drauf anbringen. Und dann beispielsweise Drachen aus der Luft holen. Zumindest kleinere Drachen, sowas wie ein Perldrachen oder Westwinddrachen oder sowas. Das würde auf alle Fälle funktionieren. Da musst du natürlich wieder mit der Reichweite rumspielen, weil eine Abalone wird dann weniger Reichweite haben als ein Skorpion und so weiter. Mhm. Ist auch kein Schiffsgeschütz, kein richtiges. Da ich ja gewisse Verbrauch an alchemistischen Zutaten hätte, würde ich auch nochmal zum Zirkel der freien Wissenschaften gehen. Und mir da Nachschub holen, beziehungsweise auch mich weiterbilden in alchemistischer Hinsicht. Also, du möchtest einige Getrankrezepte kaufen? Genau. Belernen, sagen wir so. Lernen. Was möchtest du lernen? Hylaina-Feuer, beziehungsweise Mengbilla-Feuer. Ja, Hylaina-Feuer steht natürlich als Berufsgeheimnis nur den Horas-Offizieren zu und den Schiffen. Aber das Mengbilla-Feuer, was so ein bisschen rauchiger ist, ein bisschen schwefliger, was unangenehm in der Nase brennt,
wird dir natürlich hinterhergeworfen. Gerade in der schwarzen Gilde ist es ja nicht, aber gerade im Zirkel der freien Wissenschaft wird man dir dann zu dem Mengenbiller-Feuer raten, das sowieso sehr viel heißer brennt. Das stimmt zwar nicht, aber... Des Weiteren, dass die Rezeptur für ein Restaurarium... Was kann das Restaurarium? Das Restaurarium ist ein Trank, der Körperteile wieder anfügen kann, beziehungsweise rekonstruiert, könnte man sagen. Der Wandstrahler fügt hier hinzu, dass dann halber Liter Teriak reingehört. Man könnte dieses Rezept modifizieren. Substituieren heißt das. Substituieren, genau. Optimieren, könnte man auch sagen. Ja, also unter der Hand in den finsteren Kellern, du erinnerst dich, du hattest hier damals auch Paul Berra das erste Mal getroffen, als er mit Leichen herumgeschnitten hat, was natürlich auch illegal ist, aber du wirst auch in den Kellern wirst du kleinste Mengen an Teriak bekommen, die dir dann auch zum Probieren gegeben werden für eine Spende ans Haus, aber dir ist wohl mittlerweile auch bewusst, dass Teriak Nebenwirkungen hat. Der Geode sagt, lass das. Der Geode ist nicht da. Ja. Ich würde erstmal nur das Rezept erwerben. Ja. Und probieren halt dieses Teriak zu substituieren, in welcher Form auch immer. Ja, das ist eine schwere ölige Substanz. Du probierst das mit verschiedenen Sachen. Erstmal natürlich Schweröl. Funktioniert natürlich nicht, weil du brauchst halt eine heilende Wirkung. Das liegt nicht an der öligen Substanz, sondern der heilenden Wirkung. Mhm. Ja, des Weiteren... ein wunderbares Elixier namens Nakladros Odem. Was ist das denn? Es bannt Dämonen, sobald sie sich in der Luft manifestieren. Aus diesem Elixiertopf, ja, quillt dann ein zähflüssiger Nebel heraus, der sich um den Dämon schlingt, sich dann verhärtet und ihn von derer Band. Sozusagen eine alchemistische Sicherung für Labore, in denen keine Dämonen erwünscht sind. Auch bekannt als Barbaras Hauch. Es gibt verschiedene. Oder Malmas Ruß. Ich bevorzuge Nakladros Odem. Genau, es ist verbotenes Wissen, tatsächlich. Vor allem die Zutaten, die man dann auch braucht, also alleine Blutulmenharz, wenn man sich so ein bisschen mit den Blutulmen auseinandergesetzt hat, du wirst wissen, dass die nicht so ganz glücklich darüber sind, aber die Wirkung obliegt deren Unannehmlichkeiten, sagen wir so. Des Weiteren eine etwas einfache Rezeptur, ein einfaches Levitationselixier, was mir schon einmal in der abgestürzten schwarzen Festung in der Dämonenbrache half. Korrekt. Was hast du damals getan? Ich habe dieses Getränk genommen und konnte meine Kletterproben, beziehungsweise alle Proben, die auf Gewandtheit gehen, konnte ich mir deutlich erleichtern dadurch. Genau. Verfügst du schon über die These des Nihilo Gravo? Ja. Dann bau das doch mal aus. Das wäre ein Ziel. Das ist ein geiler Zauber. Gut, Levitationselixier kannst du auch bekommen. Noch irgendwas? Ich würde gerne noch einmal, wenn ich Zeit habe, in den Hesinetempel gehen und mir ein Lehrbuch über die thulamitische Sprache, die Schrift ausleihen. Ja. Kein Problem. Hattest du damals auch in Romulus schon versucht, aber in Romulus ist sowas dann nicht aufzutreiben gewesen, weil die Bibliothek niedergebrannt war. Es gab auch keine weiteren Thulamiden, die in der Stadt waren, die sind alle geflohen, aber hier in Garoth ist das natürlich gar kein Problem. Du kannst auch noch andere Schriften prinzipiell erwerben, aber Thulamidisch oder Urthulamidisch wäre nicht das Ding. Wunderbar. Damit bin ich vollständig 2 Wochen ausgebucht, wahrscheinlich. So, trefft ihr euch nach 2 Wochen wieder in eurer eigenen Villa. Jalan glüht und glänzt noch ein bisschen, flackert, gülden. Ihr kennt das Ganze schon aus der Dämonenbrache. Und so sitzt ihr allesamt wieder beieinander, bei einem guten Bier, bei einem guten Wein oder bei einem Schnaps, den ihr dann bei euch in der eigenen kleinen Bibliothek zu euch nehmen könnt. Also gegenüber von eurem eigenen Speisesaal, beziehungsweise neben der großen Halle, dem Empfangsraum.
Und dort könnt ihr dann an einem großen Kartentisch sitzen und betrachtet dann eine Karte, die ihr euch besorgt hattet. Eine Karte der Rabenlande, Finstermark, wo euch liegt. Wie geht das weiter? Und, meine Herren, schön, dass ihr alle da seid. Das ist der Partien. Wenn ich mich nicht täusche, hat das Pendel das letzte Mal, als wir es konsultiert haben, genau hierhin gezeigt. Ist dem noch so, Isarun? Schauen wir doch einmal nach. Isarun nimmt das Pendel, das an einer Kette um ihren Hals hängt, von ihrem Hals, und hängt es sich so über den Finger, dass es frei schwingen kann. Orientierungsprobe. Natürlich wieder für Rafim erleichtert. Weil ihr könnt jetzt nicht auf die Karte gucken, sondern ihr müsst halt grob gucken, wo ihr sitzt in Gareth und dann wo Pendelin zeigt. Wir könnten die Karte nordwärts ausrichten und dann das Pendel über Gareth halten. Das wäre in der Tat. Ja, vielleicht machen wir das doch so. Nun müssen wir dafür die Karte nordwärts ausrichten. Du weißt nicht, wie das geht. Richtig, deswegen macht das unser Kartograf. Ja, ich habe einen inneren Kompass, ich richte die aus. Du hast den auch? Natürlich habe ich den auch. Ich bin ja ein Navigator. Rafim hat den auch. Ja, aber Rafim darf die Karte nicht anfassen, der macht da Flecken drauf. Ja, würfel doch mal, Kartografie kannst du auch machen, das ist nicht erschwert. Dafür ist Kartografie da. Ja gut, das ist halt auch wieder eine Orientierung, aber du hast halt eine Karte, also. Ja, was? Handwerk, ach ja, das war Handwerk. Ist auch Natur, dann bei Orientierung kannst du auch nochmal 20, ja, gib mir trotzdem nochmal eine Orientierung. Ich mach's spannend. Moment, das war Natur da. Ja, genau, Natur. Geht da auch der Kompass rein? Da geht auch der Kompass rein, ja. 7 Punkte. Wenn du kannst, die brauchst du auch. Klar. Brauchst du auch mit der 18. Kieras, du bist dir sehr sicher, du bist dir zu 95% sicher, das Pendel zeigt auf Burg Rabenmund. Zu 95%. Zumindest eine Linie von Gareth aus, grob in Richtung Burg Rabenmund. Könnte natürlich auch auf Berla zeigen, du guckst dir nochmal die Karte an, könnte auch auf Ginnitterhelm zeigen, auf das Olkusmoor, was auch immer, in Schloss Randolfshalle. Ja, aber es zeigt nur Richtung Burg Rabenmund. Wutzenbach, also was auch immer da liegt, aber Burg Rabenmund. Da habt ihr es also, Burg Rabenmund. Wenn das Ziel dieses Pendels sich in der Nähe befindet, werden wir trotzdem dort am ehesten Informationen erhalten. Also, wo setzen wir über den Fluss rüber? Ich denke nicht, dass wir ganz nach Wehrheim wollen. Wir sollten Wehrheim tatsächlich meiden. Wir könnten, Rankara Liritena wird zu weit sein, also sollten wir in der Nähe von Ochsenweide vielleicht über den Dergel. Es sei denn, jemand von euch kennt eine Brücke, die mir nicht mehr bekannt war. Nein, also mir ist keine Brücke jetzt bekannt. Also Ochsenweide. Von dort aus könnten wir dann entweder direkt nach Berla reiten, das Gelände dürfte allerdings unwegsam sein. Oder von dort aus erst noch dann über die Landstraße in der Nähe von zwei Mühlen dann zur Reichstraße aufschließen. Das wird sich nicht viel nehmen, denke ich. Von dort aus ist Burg Rabenmund nur noch einen knappen Tagesmarsch entfernt. Von Berla dann. Hierbei, ich dachte, wir sollen die großen Straßen meiden, weil da alles voll ist mit Untoten und Banditen. Dann halten wir uns, seht ihr hier, parallel zur Landstraße entlang der Seitenwege. Finde ich gut. In Berla werden wir trotzdem übersetzen müssen, aber vielleicht werden wir dort auch Informationen über die Umgebung erhalten können. Vielleicht. Das klingt doch eigentlich ganz entspannt. Gut, da ich nehme an, niemand von uns es geschafft hat, irgendeine Art von Reittier aufzutreiben. Ich habe einen Wagen gebaut, mit Hilfe des Sima-Tempels. Nun, konntet ihr wenigstens einen Esel oder einen Ochsen irgendwo herbekommen? Ich denke, einen Esel aufzutreiben in Gareth ist nicht besonders schwer. Ein einfaches Pferd. Also du kannst es auch reiten, aber du kannst es nicht Turnier reiten. Das ist ein einfacher, ja, es ist ein einfaches Pferd für normalerweise Acker. Wollen wir den Pferdemörder wirklich damit alleine lassen?
Nun, ja. Ich kann ein gutes Wort einlegen im Raya-Tempel. Dort, wenn ich mich recht erinnere, steht dort ein älterer Akagol, der nichts zu tun hat. Und als Zugpferd wird er sich wohl eignen, denn seiner kaiserlichen Hoheit Kavallerie hat sämtliche Streitpferde in der ganzen Stadt an sich genommen. Nicht, dass noch viele hier waren. Wie zu erwarten war. Unsere Herde steht ja leider in Sorge. Sag einmal, Abemir, dieser Wagen, den ihr gebaut habt, wie gut schlägt er sich abseits der Wege? Denn wenn wir nicht auf den Wegen reisen, könnte es schwierig werden mit dem Wagen. Nun, er hat einen hohen Aufbau, große, breite Räder. Also, wenn ihr nicht gerade durch das einen niedrigen Gebirgszug reitet, sollte es funktionieren. Nicht besonders schnell, aber tüchtig. Es gibt hier auch Sümpfe, wie ich sehe. Das wäre für den Wagen allerdings in der Tat. Niemand sollte durch einen Sumpf reiten, geschweige denn gehen. Er hat recht, keiner dieser Sümpfe liegt auf unserer Route. Zum anderen, Magistra, mag eure Sorge berechtigt sein, aber sollte sich der Wagen als unpraktikabel herausstellen, können wir ihn zurücklassen. Richtig. Ein großer Verlust. Ich habe lange daran gebaut. Er extra eine Abalonvorrichtung installiert. Man muss nun einmal manchmal Opfer bringen, Abelmir. Es ist nur ein Gegenstand, Abelmir. Warum immer ich? Was? Wir reden hier von einem Gegenstand. Ja, das ist nicht so. Wenn euer Stiefel kaputt geht, dann werft ihr ihn ja auch weg und trauert nicht ewig hinter ihm her. Und wenn euer Stab kaputt geht, werft ihr ihn auch einfach weg, nicht wahr? Ich dachte, Magierstäbe sind unzerstörbar. Apropos unzerstörbare magische. Oragnur ist fort. Das war euer Steinfreund, nicht wahr? Ach, ja. Der ist wohl in den namenlosen Tagen entschworen worden. Und ich könnte ihn nicht wieder beschwören? Anrufen? Da es keine Beschwörung ist, wie man einen Dämon beschwört. Nein. Ich denke, seine Essenz diffundiert und hat sich vermutlich in einer neuen Wesenheit wiedergefunden. Nun, aber Rohagnur gibt es nicht mehr. Könnt ihr nicht die neue Wesenheit rufen? Wenn ich den Namen kennen würde, sicher. Dann finden wir den heraus. Das tut mir leid für euch. Ja, nun, ich denke nicht, dass es so leicht wird, den Namen herauszufinden, aber es wäre sicherlich hilfreich. Ach komm, wir haben hier irgendwelche, habt ihr Eichen platt gemacht, da finden wir schon einen Namen raus. Wir kriegen das hin, Moltax. Ihr solltet euch nicht so sehr an Wesenheiten binden, die nicht aus dieser Sphäre sind. Ihr seid wie immer aufbauend, Arme. Ich wollte schon Arme mir sagen, weil ich das ihm immer vorwerfe, aber nein, Jana. Ist das Elementare in dieser Sphäre verankert ist, nicht wahr? Das müsste euch als Kreot doch eigentlich klar sein. Elementarwesen werden ja deshalb auch nicht beschworen, sondern herbeigerufen. Weil sie eben hier in dieser Sphäre verankert sind. Das sind Zauberwesen, Boltax, und damit haben sie in unserer Welt eigentlich nichts verloren. Es sind Elementarwesen. Ja. Eigentlich gehören Elementarwesen schon ein wenig in unsere Sphäre. Natürlich nicht vollständig, aber immerhin bestehen sie aus den hier zur Verfügung stehenden Elementen. Das ist schon etwas anderes und naja, ja, Verlust tut mir leid. Ich hoffe, dass ihr euch in der neuen Form vielleicht irgendwann wiederseht? Nun, vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ein Hoffnungsschimmer bleibt, ja. Und siehst du, wir kriegen das hin. Nichtsdestotrotz, naja. Ich wollte euch nur mitteilen, wie es gerade darum bestellt ist. Nicht, dass ich dann auf einmal Oratur herbeirufen soll und es nicht geht. Aber nichtsdestotrotz, dann wo ist denn er dann innerhalb der vergangenen 2 Wochen? Nö, du hast die Jungs ja gesehen, ne? Ja. Die sind hier immer fleißig rein und raus marschiert. Wir haben auch einen kleinen Ruf aufgebaut, möchte ich sagen. Also zumindest bei den Tobrian bin ich recht beliebt. Das ist gut. Das ist gut. Nun, was soll ich sagen? Zwischen Zartempel und Raya-Tempel war ich sehr beschäftigt. Ja, wir haben gehört, dass es ein Porträt von dir gibt. Hm. Ja, genau, ein wenig,
Ich fühle mich ein wenig führungslos. Normalerweise gäbe es einen Hochmeister, den ich um Rat fragen könnte. Aber der Rat des Lichts hat derzeit noch keinen neuen benannt. Und es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit passieren. Aber dann fragt doch die Naturgeister. Sehr putzig. Nun, warum nicht? Ich habe euch doch gerade noch erklärt, dass Geister nicht in diese Welt gehören. Natürlich sind sie da. Sie sind Teil der Schöpfung. Es wäre genauso, wie wenn ihr sagen würdet, Tierkönige würden nicht in diese Welt gehören. Und so war Mardas Frevel Teil der Schöpfung. Deswegen gehört er noch lange nicht. Nein, ihr missversteht hier etwas ganz Elementares. Die Elementare, Elementarwesen und Elementargeister waren auch vor Mardas Frevel, wie ihr ihn nennt, schon Teil der Schöpfung. Wie konnte etwas Magisches existieren, bevor Mardar die Welt damit verflucht hat? Weil die Magie hat schon vorher existiert, ja. Nur eben nicht so frei. Richtig. Wie nach diesem Ereignis. Das erscheint mir noch sehr suspekt. Es ist nicht so, dass Mardar die Magie geschaffen hätte. Nein, sie hat sie auf die Welt freigelassen. Nein. Sie hat sie nur verfügbar für die Menschen gemacht, beziehungsweise für die Kreaturen, die damals lebten. Euch ist bewusst, dass auch Drachen und insbesondere dieses ekelhafte Gewürm und davor fähig war, Magie zu wirken, nicht, oder? Iseron, sagt mir was. Ja, natürlich haben sie bereits vorher existiert. Sie waren Teil der Schöpfung. Ja, erinnert euch doch an die Schöpfungssagen mit Los und so. Wenn ihr das sagt, dann ist das wohl so. Können wir das Thema wechseln? Ich habe zu unserer kleinen Reise ein paar Tränke gebaut, die uns vielleicht einen gewissen Vorteil verschaffen. Heiltränke bzw. wohltätiges Waffenbalsam. Ich nehme an, ihr habt diese selbstverständlich ohne den Einsatz von Magie gebraut.